Demokratiebewegung wird allumfassend sein. So, hallo Berlin! Der Polizeieinsatzleiter, den ich heute kennenlernen durfte, der hat mir ausdrücklich vorher gesagt, wir dürfen hier nicht irgendwie parteipolitische Werbung machen. Ich gehe hier auch später noch auf der rechten Seite von mir aus durch und verteile ein Flugblatt für Volksentscheide. So laut kann kaum eine Frau schreien, die ich kenne. Und das kann nur die Eva. Wir brauchen eine außerparlamentarische Opposition. Wir brauchen eine außerparlamentarische Opposition 2.0 für die Selbstbestimmung der Menschen, für die Herrschaft der Menschen durch Volksentscheide. Findet ihr doch auch, oder? Die Eva darf jederzeit herkommen, oder? Weil ihr müsst auch erkennen, multikulturelle Gesellschaften dienen vor allem den Eliten, weil sie die Spaltung ermöglichen. Rot ist braun, braun ist rot, rot ist tot, braun ist tot. Rot ist braun, braun ist rot, China, Linda, Schiel ist tot. Ich habe ja heute Morgen auch schon ein bisschen gezetert und auch gestern Abend nochmal, weil ich gesehen habe, dass da wieder jemand aus der Bewegung aus der Reihe tanzt und also auch ganz klar antisemitische Inhalte verbreitet. Und davon möchte ich mich hier nochmal in aller Form distanzieren. Mir reicht! Ich habe keinen Nerv mehr. Das kann wohl alles nicht mehr wahr sein. Diese Regierung muss, Spahn muss, Merkel muss, Lauterbach muss, Wieler muss. Ich würde sagen, die Liste derer, die bleiben dürfen, von denen, wie viel haben wir denn im Moment? 709? Weiß das jemand ganz genau mit den Überhangmandaten? Ich glaube, die ist kürzer als die Liste derer, die weg müssen. So sieht's aus. Und natürlich brauchen wir Menschen, die wir für einen Übergang da hinsetzen können. Rot ist braun, braun ist rot, China, Linda, Schiel ist rot. Ich krieg wirklich, ich weiß gar nicht, was ich krieg, Pickel wahrscheinlich, ja. Und wenn die meinen, sie können hier irgendetwas einschränken, sind die falsch gewickelt. Es ist dringend, dringend Zeit, dass diese Regierung endlich wegkommt, und zwar uneingeschränkt. Wir melden Eigenbedarf an. Und dann jagen wir euch zur Not auch da raus. Sowjetstern und Hakenkreuz reiß ich ab als Feuerholz. Deswegen habe ich auch ganz klare Forderungen. Forderung Nummer 1. Forderung Nummer 3. Ich erwarte, dass jeder Bürger und jede Bürgerin. Wir wollen. Alle wollen Mauern, das fröhlich fruchtige Kaubonbon. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!